Aufgesattelt. Alles über Pferd und Reiter. Informativ und interessant. Einfach anschauen. Moin, moin. Eine neue Folge aufgesattelt. Teil 5 unserer Sattelkunde möchten wir euch heute präsentieren. Endlich letzter Teil. Ich freue mich tierisch, dass ihr uns immer treu wart zu allen Themen, die wir bis jetzt euch geliefert haben. Heute nun endlich Teil 5. Sprich, heute kommt die Gesellin von Frank Stauffenbiel an Katrin Knapp und präsentiert nochmal, was es ganz zum Schluss zu tun gibt, damit der Sattel auch wirklich passt. Sprich, man reitet, man spricht miteinander, wie fühlt sich auch der Reiter in dem Sattel, der nur vermeintlich dem Pferd passt, aber es muss ja auch immer dem Reiter passen. Hier nun die Bilder. Viel Spaß dabei. Wie ihr im Hintergrund erkennen könnt, die Sattlerei ist wieder bei uns am Hof. Wir haben diesmal jemanden anders am Start. Und zwar ist das Pferd Antonio, das Lusitano. Und die Reiterin heißt Kaya und sie ist so freundlich, sich zur Verfügung zu stellen, damit wir mal gucken können, was die Sattlerin jetzt hier checkt. Ich bitte euch einfach da mal hinzuschauen. Es geht hier um Schritt, Trab und Galopp, damit man erkennen kann, ob der Sattel, so wie er jetzt ist, richtig liegt. Die Reiterin gibt ein Feedback, was sie für ein Gefühl hat. Also, was macht die Sattlerin jetzt? Übrigens, die Sattlerin heißt Ann-Christine, Entschuldigung. Sie guckt sich das Pferd aus der Seite an, sie guckt sich das von hinten an, sie schaut, wie die Muskulatur arbeitet, wie Kaya sitzt in diesem Sattel, was mit ihren Schenkeln passiert, ob die nach vorne rutschen, ob sie die halten kann an der richtigen Stelle. All dies wird sich genau angeguckt. Wie benimmt sich das Pferd unter dem Sattel? Macht er einen entspannten Eindruck? Jetzt fängt sie an, auch wirklich mal Hand anzulegen, sprich zu fühlen, was macht der Muskelturnus unter dem Sattel? Sie fühlt, ob der Sattel noch weiter absackt. Und wie der Druck hinten stattfindet, wird in der Bewegung gefühlt. Du darfst einfach antraben. So, also, Ann-Christine hat jetzt auch sich das Pferd nochmal im Galopp angeguckt, fühlt jetzt nochmal, ob der Sattel in irgendeiner Weise verrutscht sein könnte, ob die Freiheiten noch gegeben sind, ob der Sattel an sich gesackt ist, sprich vielleicht doch auf den Widerriss drückt, ob er nach vorne gerutscht ist. All diese Dinge werden jetzt überprüft nochmal im Schritt und sie wird gleich zu ihrem Urteil kommen. Das können wir hier leider nicht hören, das ist ein bisschen weit weg, das fragen wir sie dann gleich. Also was macht man jetzt hiermit, wenn man die Hände da hinten reinsteckt, dann passiert Folgendes, der Sattel fällt so ein bisschen nach vorne ab, der kommt hinten ein bisschen höher und das ist na klar für den Reiter ein ganz anderes Gefühl, auch wenn man meint, Hände sind nicht gerade besonders dick, aber es macht schon einen himmelweiten Unterschied.
So, also wir sind hier kurz zusammengekommen, weil wir jetzt, na klar, das Urteil der Sattlerin hören wollen. Ann-Christine, das ist jetzt dein Wort. Du erzählst uns was. Ja, also wir hatten einmal festgestellt in Bewegung, dass der Sattel im Endeffekt auf die Schulter rutscht. Das passiert einmal durch die etwas zu weit hinten liegende Gurtlage, durch den Rippenbogen an sich. Und im Endeffekt dadurch blockieren wir das Pferd in der Schulter, in der Dynamik. Der nächste Punkt ist der, dass der Sattel von der Höhe her zu nah an den Widerriss kommt. Was ich jetzt im Stand nicht beurteilen möchte, weil dadurch, dass die Rückenlinie etwas hängt, spannungslos in diesem Fall hier ist, der Reiter drauf sitzt, angegurtet ist, wird es sowieso sehr eng werden. Aber in Bewegung selbst mit Rückenspannung ist das Ganze zu tief zum Widerriss hin. Okay, was müssen wir, könnten wir diesen Sattel noch in Gebrauch nehmen? Ja oder nein? Wie ist dein Urteil? Dadurch, dass er zu stark nach vorne rutscht und im Endeffekt die Begurtung gar nicht so weit nach vorne zu verlegen ist in diesem Falle, nein. Das ist ein Todesurteil für diesen Sattel, Leute. Das ist ein ganz gravierender Punkt, den sich viele Reiter immer nicht vor Augen halten. Es kann auch ein böses Urteil geben. Nicht alle Sättel kann man anpassen und dieser ist zu gravierend aus der Norm, als dass man das tun könnte. Hiermit möchte ich da erstmal schließen. Gleich geht's weiter. Bei diesen Vorgurtstrupfen, das kann ich auch nochmal Ihnen zeigen, bei den Vorgurtstrupfen, also die jetzt von ganz vorne kommen und im Endeffekt am Kopfeisen oder an der Ortsspitze auf jeden Fall festgemacht sind, da würde ich immer dazu raten, die hintere zuerst anzuziehen. Weil im Endeffekt, wenn wir vorne zuerst gurten, dann ziehen wir ja den Sattel vorne tief, könnten das Pferd hier schon einschränken und ziehen ja von hinten nur noch nach. Das heißt, wenn wir jetzt die erste anziehen und hinten nachgurten, dann ziehen wir den Sattel nicht gerade ans Pferd, sondern nur noch in dieser Position fest, dass er vorne auch zu tief kommt. Deswegen grundsätzlich hinten zuerst gurten, den Sattel gleichmäßig ans Pferd ziehen und vorne darf sie auch ruhig ein Loch länger sein, beziehungsweise, es kommt auf die Gurtlage an, dass die vordere länger oder lockerer ist, auch bei gleich hoch gegurtetem Gurt. Alles klar, wieder was gelernt. Für die Schulterdynamik, für die Schulterrotation, die wir haben in Bewegung, angenehmer und engt das Pferd halt oben nicht ganz so stark ein. Dann wollen wir mal gucken, wie du das jetzt bewegst, das Pferdchen mit diesem Sattel. Mal gucken, was du sagst. Ja. Stört er durch eine Schon- oder durch eine angehende Schonhaltung auch wiederum das Pferd? Auf diesen kurzen Moment, bis das Pferd einen eigenen Sattel hat, kann man vielleicht darüber hinweg sehen, aber man muss einfach auch die Folgen oder Konsequenzen dadurch im Hinterkopf haben. Ist das? So, wir haben jetzt den dritten Sattel drauf. Kaya war so freundlich und hat den auch ausprobiert, aber auch hier tauchen gewaltig Probleme auf, denn welche? Ja, es beginnt im Grunde schon beim Reiter. Sie hat einen sehr langen Oberschenkel und somit sind wir mit dem Sattelblatt von der Länge einfach begrenzt. Hier wäre es jetzt vonnöten, dass das Sattelblatt einfach einen Hauch länger wäre, um ihren langen Oberschenkel da auch vernünftig zum Liegen zu bekommen. Denn es passiert Folgendes. Entweder der Oberschenkel liegt hier relativ normal, auch mit dem Knie an der Pausche, aber sie wird sich hinten raushebeln und dann im Becken nach vorne kippen, wodurch der Reiter im Sitz allgemein blockiert und gestört wird. Oder sie wird halt sich oben relativ fest ziehen auch, was den Sitz auch nicht unterstützt, und gleichzeitig mit dem Knie über die Pausche rüberrutschen. Das ist im Grunde schon einer der Punkte, wo wir sagen, der Reiter sitzt nicht bequem, der sitzt nicht schwingend auf dem Pferd und dadurch wird das Pferd halt auch blockiert. Der Punkt bei dem Sattel zum Pferd hingesehen ist jetzt, dass wir einen Hauch zu lang sind im Endeffekt, vorne zu tief zum Widerriss kommen, auch wieder das in Bewegung eben beurteilt und auch hier sich reinzieht, also da auch zu eng wird. Was bedingt auch durch wenig Muskulatur zurzeit sein könnte kann. Man mit mehr Muskelaufbau, also sprich mehr Bodenarbeit, das hinbekommen, oder sagst du, der Sattel ist generell raus? Also der Sattel ist generell raus, in Anführungszeichen, weil die Länge natürlich nicht veränderbar ist. Die Polsterung ist veränderbar, wir können den vorderen Bereich da auch stabilisieren über die Polsterung. Da der Sattel allerdings noch auf einem anderen Pferd liegt, kann ich natürlich nicht ausschließen, dass er da, wenn wir hier jetzt heute was machen, ja, dann war es das mit dem anderen Pferd, ist klar. Genau, richtig. Deswegen, da passt dann nämlich. Deswegen ist das natürlich so ein Punkt, wo wir sagen, okay, die Länge ist nicht veränderbar, das wird nicht funktionieren. Alles klar. So, wir haben also jetzt festgestellt, dass nicht alle Sättel so ideal sind.
An Christine hat jetzt ihr Protokoll zu Ende ausgefüllt, damit wir auch was an die Hand bekommen. Und jetzt macht sie uns eine Schablone, nämlich welche? Die Schablone, womit man, wenn man auf Sattelsuche geht, klar, wir reden um den heutigen Stand des Pferdes, unter anderem so 60% selber abarbeiten kann. Das heißt, ich habe jetzt einmal die Schablone angefertigt von einem geschlossen stehenden Pferd, direkt hinter dem Schulterblattknochen, wo im Endeffekt auch das Kopfeisen zum Liegen kommen soll. Und dann natürlich hier lang gefahren mit einmal dem Biegelineal in diesem Fall, um auch nicht die Kuhlen jetzt auszufüllen, sondern das zu finden, was wir nachher brauchen im Endeffekt. Und das kann man nachher, ich zeige mir vielleicht einmal auf Papier auf, kann man dann nachher vorne unter den Sattel halten, um im Endeffekt für sich schon mal zu schauen, stimmt der Winkel so auf Anhieb. Das ist wie gesagt keine hundertprozentige Angabe, aber damit kann man schon mal selber ein bisschen was rausfinden. Kann man selber schon mal auf Suche gehen, um zu gucken, in welche Richtung wir suchen müssen. Genau. Weil noch hat das Pferd keinen Sattel. Und Kopfeisen sind ja im Endeffekt auch nicht Kopfeisen. Also eine 32er Kammer ist keine 32er Kammer. Kommt von der Sattelmarke her, jeder strickt das anders. Also sprich, 32er Kammer, die eine Marke ist nicht der gleich der anderen Marke. Das haben wir ja auch schon gelernt. Was kriegen wir noch an die Hand? Ja, an die Hand kriegt man im Endeffekt dann auch, was der Reiter im Endeffekt braucht. Vorliegen, große Pausche, tiefer Sitz, das totale Gegenteil. Ja, Farbe, Sattelmarke, Sattel, also Dressur, Springen, Vielseitigkeit, je nachdem kann man das Feld schon kleiner werden lassen. Dann kommt es natürlich darauf an, dass man sich das Pferd einmal anschaut. Und hier haben wir jetzt natürlich anatomisch schon einiges vorgegeben. Das ist einmal die überbaute und ansteigende Rückenlinie. Das heißt, einen geraden Sattel darauf zu legen, der neigt dann dazu, in den Rückenschwung reinzustehen. Das Pferd also da zu stören, geschweige denn auch hier zu brücken. Der Sattel darf nicht zu eng sein. Der muss definitiv variabel sein im Kopfeisen oder auch in der Polsterung, dass wir da immer aufs Pferd individuell eingehen können, wenn er sich mal verändert. Was er hoffentlich ja noch ganz doll tun wird. Ja, genau. dann haben wir im Endeffekt ja hier einen normal bis hoch ausgeprägten Widerriss, jetzt durch wenig Muskulatur auch deutlich hervorgetreten. Die Schulter ist normal bis leicht markant. Auf der einen Seite etwas mehr als auf der anderen Seite. Das hatten wir vorhin schon einmal festgestellt. Und darüber muss man natürlich eben schauen, dass diese Punkte eben dabei berücksichtigt werden. Das Pferd auszumessen, in dem Sinne jetzt im Stand, macht wenig Sinn, weil im Endeffekt, wenn wir messen, meinetwegen ab dem Punkt, wo das Kopfeisen zum Liegen kommt, bis letzte Rippe, letzter Brustwirbel, wo die Auflagefläche endet, macht wenig Sinn, weil wenn das jetzt, nur mal angenommen, wie gesagt, diese 40 cm sind, dann kann es sein, wir gehen ins Reitsportgeschäft, halten das Maßband ran, 40 cm Sattel finden wir, wir legen ihn rauf und der steht absolut in den Rückenschwung rein, weil der absolut nicht zum Pferd passt. Ja, weil er eben auch diesen leichten Schwung halt mitbringt. Alles klar, dann werden wir uns das gleich nochmal angucken, was sie uns noch aufmalt. Bis gleich! Also, Ann-Christine war so freundlich und hat von der Schablone jetzt Maß genommen und wie gesagt uns das auf Papier gebracht. Das heißt, also Antonio an diesem Tag, sprich das Datum steht dabei, weil er wird sich sicherlich noch was verändern, hat ungefähr diese weite Sattel. Genau, richtig. Da kann man nämlich, wenn man diese Schablone dann ausschneidet, kann man damit losgehen und vorne schon mal in den Kammerkanal reinhalten, um einfach zu schauen, passt das schon mal von der Tendenz her. Klar, den Rest, was wir eben auch besprochen hatten mit der Länge etc., sieht man nachher erst am Pferd. Aber somit kann man darüber, gerade wenn man ins Reitsportgeschäft geht, schon mal das Ganze aussortieren. Und du gibst uns aber jetzt auch noch an die Hand eine Richtung, also sprich, gibst du uns auch eine Marke? Nein. Gar nichts? Eine Marke gebe ich euch nicht vor, weil im Endeffekt hängt es ja davon ab, wie der Sattel nachher auch auf dem Pferd zu liegen kommt. Wenn ich jetzt Marke, Modell, Größe nennen würde, dann kann es vom Gedankengang her funktionieren. Nachher sitzt das Ganze vielleicht auch ganz nett, aber der Reiter setzt sich rein und sagt, nein, finde ich doof. Und da wir an diesem Sattel nichts verändern dürfen, weil er zu einem anderen Pferd passt, arbeiten wir vorerst darüber, bis das Pferd sich dann entwickelt hat oder weiterentwickelt hat, auch muskulär, um dann im Endeffekt nach einem anderen Sattel zu gucken. Alles klar. Ich möchte mich erstmal bei dir ganz herzlich bedanken, dass du hier uns so Rede und Antwort gestanden hast. Ich beschließe jetzt hier und wünsche unseren Zuschauern weiter viel Erfolg in ihrem Programm. Habt eine schöne Zeit. Bis dann. Tschüssi. So, jetzt sind wir wieder ein Stück schlauer. Ich hoffe, wir konnten euch da viele, viele, viele Anregungen geben mit unseren 5 Teilen. Nun sind wir endlich am Ende angelangt und können einen Zusammenschnitt aller 5 Teile machen, den ihr wie immer bei mir auf dem Kanal findet und euch insgesamt dann angucken könnt. Bleibt neugierig. Tschüss!